Herzlich willkommen zur weiteren Folge gerade Emotion 2, Tagpunkt 0. Wir machen weiter mit Holz. Aktuell ist nichts erntereif, aktuell brauchen wir nichts düngen auf unseren Feldern. Missionsfelder an sich möchte ich noch nicht anfangen. Ich habe mir ein Motto geholt mit Ledermaus, heißt, ich will mal testen, wie lang unser Baum ist. Weil das zeigt mir nichts an. Wenn jemand einen Rat weiß, wie das funktioniert, ich bin da gern bereit, das Bild anzuhören und auch anzuwenden, wenn das genau. Dann aktuell. Ja, wenn ich aussteige, ist das ja, ist die Länge. So, das dürfte 8 Meter sein, ne? Oder so, ne? Jetzt länger, also das ist halt, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert. Also das zeigt mir nichts an. Na gut. Laut Foto hätten wir jetzt im Prinzip jetzt macht ja keinen Sinn, wenn er. Gut. War ein Versuch wert. Nicht geklappt. Ich muss mal den Aureif kurz rausnehmen, dann können wir es einfangen. Ein Vogel. Also ich dachte, ich war einfach weg. Ich kann zwar sägen, ich kann. So. Auf länger Stück beziehungsweise ich kann es nicht sehen. Einstellen kann ich schon. So, mal auf Z drücken. X. Mit Länge. Nochmal auf Z. Und wieder X. Klar, wieder länger. Oh, da hilft ein Meter. Also, ich will zählen. Ich will ungefähr 6 Meter haben oder 7. Das heißt noch 6 mal Z drücken. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Meter und ich will 5 mal. 5, 6, 50. 7. Nur ein bisschen improvisieren, ne? Warte. Der Hausladehänger nimmt eine Länge mit von 2x G57, das heißt 8 Meter schon so lang. Ich denke mal 7 Meter ist ein gutes Maß und können wir mit einem Schub viel Holz entziehen. Natürlich kriegen wir für 11 Meter mehr. Dann mache ich 11 Meter, jetzt haben wir 7 Meter. 7 Meter, 8, 9, 10, 12. Das war das 12. Wenn es der Beste ist, den ich mir denke, den ich mal geholt habe. Die Mod, das kostet mir dann länger. Das wäre natürlich auch optimal, weil dann ist er auch gut gefüllt, immer so. Denn ich will ja nicht so oft fahren mit Holz, ne? Den besten Preis gibt es wohl bei 11 Meter. Aber das ist mir auch egal.
dadurch ein paar mehr kriege. Ist das gut. Ja, genau richtig. Die Kuchen sind von der Villa. Kann man nichts machen, ne? Ihr wisst ihr was, ist ja Adventszeit. Die Aufnahmen kommen ja alle erst praktisch am ersten Advent. Von daher seid mal so, was können wir machen? Wir können einen Baum aufstellen. Der Menü. Muss mal gucken, wo ich das hinten bei Autos oder Geräte. Diverses. Den Weihnachtsbaum. Farmhaus, Hallen, Migration. War Deko muss es sein, genau. Wo stellen wir ihn auf? Einen bei den Kühen? Einen bei den Kühen. Die Kühen sollen auch was haben können. Leider haben wir hier Sommer, ne? von der Zeit her ist es ein bisschen ungünstig. Gebe ich echt zu, aber mit ein bisschen Weihnachtsstimmung kann er aufkommen, ne? Ein bisschen, ne? So. Da bimmelt und bammelt ein Bumm. Ne, oder so ähnlich. So, jetzt haben die einen Kühe einen Weihnachtsbaum, die anderen kriegen auch noch einen Weihnachtsbaum und dann ist gut. Ne, natürlich hier vorne Ecke, wo jeder sieht, ne? Im Sommer machen wir schon einen Weihnachtsbaum. Und da, diese, dann haben wir Weihnachtsbäume. Teurer Spaß, aber das muss sein. Wir haben zwar genug Bäume hier zu stehen, aber die kriegen wir ja so nicht hin, ne? Vor allem geschmeckt schon nicht, das wird nichts. So. Idealfall wäre jetzt natürlich, wenn wir jetzt hier, lass mich kurz rechnen, jeden Tag, jetzt haben wir frühen Sommer, ein paar Folgen kommen heute noch. Später Sommer werden wir sicherlich erreichen. Könnte es für Weihnachten vielleicht klappen, dass wir hier auch Schnee haben, ne? Zur Weihnachtszeit. Könnte. Versprechen kann ich nicht. Und das hauptsächlich die Technik versagt mich. Dann ist man machtlos. Aber ansonsten zwei Tage jetzt, oder die Kühlaufnahmezeichen, das heißt später Sommer. Nächstes Wochenende werden es wieder zwei Tage sein. Ja, früher Herbst immer ganz pauschal und dann nachher. Dann dritten Advent. Ja, das könnte hinkommen mit Weihnachten. Ganz grob. Müssen wir ein bisschen beschleunigen vielleicht noch zwischendurch mal. Aber die Ernte wird mir sicherlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ah, schauen wir. Also ich denke mal, das sollte ganz gut klappen.
Ich meine, die machen von da einen guten Grundgerüst, kann man ja nicht meckern. Aber die Karten kriegen sie nicht hin. Im Regelfall sind die Karten zu klein. Die Felder nicht ausbaufähig. Also einfach zu viel totes Land dabei. Städte, Gebirge, das muss alles nicht sein. Das kann man alles machen als Deko am Rande. Wenn man irgendwo, wenn man in Tirol eine Karte macht zum Beispiel, dann ist sicherlich die Tallage sehr zu empfehlen als Karte, und man kann das Gebirge links und rechts, also da in den Tälern hat, sicherlich auch eine Karte einbinden, und zwar am äußersten Rand. Also im Prinzip keine Fläche für Landschaft verliert. Ne? Und Städte müssen auch nicht so groß und kompakt sein. Das kann man alles am Rande so beginnen in der Stadt. So wie hier auch. Da oben, wo man jetzt unter Linie ist oder Ding heißt. Das kann man alles im Außenbereich machen, wo man nicht hinkommt. Und man trotzdem von Weitem so denkt, das ist die Farbe drauf. Das ist eine Täuschung. Aber gut. Und ich möchte im Prinzip eine Karte haben, wo ich viele Felder haben kann. Natürlich große und kleine, das ist kein Thema. Je nach der Geschmack. Und Zusammenlegen kann ja eh jeder machen, wie er möchte, das ist ja eh wurscht. So, mal Strom verkaufen. Wenn wir den LKW wieder so hochbringen und den anderen nehmen. Oh, mal Lenkung. Merke ich gerade, die Lenkung ist. Alles, jetzt schaffen wir es noch. Machen wir Tastatur. Gerade Lenkung angefasst, ups, keine Federung. Also ganz, ganz leicht. Und das ist für mich persönlich auch so ein Manko. Spiel startet und Lenkung geht einfach die Federung weg. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Problematik im Sitz ja nicht gehabt. Wenn das so genau liegt, weiß ich auch nicht. Und mir der Monitor liegt, das kann ich mir vorstellen. So, jetzt haben wir so ein Sägewerk, ne? Und nicht so ein Reifeisen. Das ist ja. Auch hier Schutzräder, das ist LKW. Also der Schwerpunkt ist so weit oben, das ist immer einfach ungünstig. So. Angekommen. Und aussteigen. So. Gut, ein bisschen weniger, war zu warten. War nicht so viel drauf. Aber ein Haus kann man gutes Geld verdienen. Ich muss dazu sagen, man muss ja entsprechend auch wieder pflanzen. Obwohl hier auf der Karte gibt es echt genug Wälder. Also sollte es da nie ein Problem geben.
Klingeling, Klingeling. Ja. Rein in die Garage. Oh, schon wieder 20:15 Uhr im Spiel. Mann, die Zeit vergeht aber schnell. Die Birke. Bei Gelegenheit werde ich es wegnehmen. Muss man halt mit dem Radlader den Dings nehmen, die Fräse. Dann soll es funktionieren. Aber später irgendwann mal wieder fetter. Und dann daran denke. Ja, viel höher hast du auch nicht. Holz, ne? Ja, ich muss natürlich nach vorne holen, weil hinten ist ungünstig. Da liegen die Bäume auf der Straße teilweise, bei 11 Meter. Ne? So, nochmal O. Y. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss an den Winkel. Ciao, ciao. Vielleicht hört man sich schon zur nächsten Folge. Tschüss.